Ja. Schönen guten Morgen. Willkommen zu meinem Talk Best Practices for Freelance Web Designers. Eine kurze Introduction über mich. Ich bin Spanier. Ich bin Telekom-Ingenieur und Informatiker. Ich habe mehr als 8 Jahre als Freelancer und habe eine kleine Agentur. Und zurzeit beschäftige ich mich mit Devop. Das ist eine Website-Management-Plattform für Freelancers, um denen zu helfen, was mich geholfen hat. So, die Talk wird über Best Practices, das ist eine. Best Practices auf Englisch wäre eigentlich bewährte Praktiken, so Empfehlungen. Und aus meiner Erfahrung für Leute, die sich in der Welt so bewegen müssen. Wie viele hier sind Freelancers? Okay. Das gleiche denkt wie ich. So, worum wird es gehen und warum brauchen wir Best Practices, was für mich die Grundsätze sind, wie können wir diese Hauptideen so verwenden und dann, wenn wir Zeit haben, können wir ein bisschen über Werkzeuge, bestimmte Werkzeuge diskutieren. So, wofür? Eigentlich, wir denken, wir sind ein Freelance-Webdesigner, das ist der coolste Job der Welt. Wir sind selbstständig, wir arbeiten von zu Hause. Es macht Spaß und eigentlich ist es ganz einfach. Typisches Projekt, wir sprechen mit dem Kunde, wir machen alle Vorbereitungen und alles. Wir machen einen Entwurf, Angebot. Der Kunde findet es super toll und sofort können wir anfangen. Wir machen unsere Arbeit. Veröffentlicht eine erste Preview-Version. Der Kunde findet alles toll und dann können wir das Projekt veröffentlichen. Er zahlt und super, das war's. Schön, oder? Wär's. Ja. Es ist nicht. Vielleicht ist es nicht, oder? Ein realistischeres Projekt wäre mehr, wir fangen genau gleich an, Vorbereitungen und so, Entwurf, aber dann der Kunde braucht eine Woche, um uns. Ja, aber so ist es nicht genau. Könntest du das ändern, bitte? Dann machst du die ändern sofort, dann noch eine Woche. Okay, jetzt ist es okay. Okay, jetzt kann ich anfangen. Aber Bilder, Texte? Oh ja, stimmt. Ich muss das nochmal. So noch eine Woche. Und dann erstmal können wir anfangen. Aber wir sind Freelancers. Wir können nicht diese 3 Wochen Ferien machen. So, was machen wir? Wir fangen ein neues Projekt. Und der Vorgang wiederholt sich so weiter und so fort, bis wir plötzlich Zeitprobleme haben. Die Realität ist eigentlich schlimmer, weil wenn wir beim Arbeiten sind, da kommt eine erste Unterbrechung. Und da kommt ein Kunde und ruft uns plötzlich, hallo, ich habe ein neues Handy, kennst du mein E-Mail-Passwort immer noch und wie das alles geht? Dann kommt eine zweite Unterbrechung, Joomla-Update, Zero-Day, Sicherheitslücke, wir müssen sie sofort updaten, alles lassen, was du machst. Kommt noch eine Unterbrechung, ein anderer Kunde, tja, wir haben die Webseite kaputt gemacht, hast du ein Backup von gestern? Und dann musst du Backup suchen und so weiter und so fort. Da kommt noch dein Buchhalter und sagt, hey, ich bin mit der Mehrwertsteuer, die Rechnungen stimmen nicht, bitte sofort alle Rechnungen wieder schicken und so weiter und so fort. Und dann ruft dir deine Frau, sagt, das Kind ist krank, bitte geh in die Schule ab und da du von zu Hause arbeitest und kümmere dich darum. So, bitte. Das ist ein bisschen komplizierter. So, was muss eigentlich der Freelance-Webdesigner so als One-Man-Band? Eigentlich der Freelancer muss ein sehr guter Kontextwechsler, so jemand, der sehr gut von Kontext switchen kann. Das ist die Art von Freelancer zu sein. Man muss zwischen verschiedenen Berufen, verschiedene Projekte, verschiedene Aufgaben und die Wirklichkeit ist, dass Multitasking können Rechner machen, aber Menschen nicht. So, eine ganz wichtige Sache über Kontextwechseln ist, wenn wir
alle Zeit für ein einziges Projekt verfügbar haben. Wir können das 100% der Zeit an dem Projekt investieren. Aber wenn wir mehrere Projekte haben, wir verlieren immer mehr Zeit nur um den Kontextwechsel. Und je mehr Projekte, desto schlimmer. Was sind die Gefahren? Ja, Zeitverlust, man ist unproduktiv, man verliert den Faden, wenn man mitten an Code ist und dann plötzlich ein Anruf und man muss ein Backup suchen, dann verliert man, wo das ist. Das generiert uns Stress. So, Unterbrechungen sind die größte Produktivitätszerstörung. Da kommen einige Best Practices, um zu helfen. So, was ist die Idee dahinter? Wir beschäftigen uns in einer Softwarewelt. Es gibt ganz viele gute Best Practices von ganz vielen kluge Leute, die schon seit mehreren Jahren benutzen. Warum benutzen wir diese Best Practices auf unserer kleinen Unternehmen nicht? Was sind die Vorteile? Sparen Zeit, das ist immer Geld. Wir sind professioneller, wird das erstellt uns ein besseres Image von Kunden. Das nimmt uns Stress weg, wenn der Kunde ruft und sagt, hast du ein Backup? Und du weißt ganz genau, ja, dein Backup ist hier. Und ein paar Klicks, du hast die Webseite wieder live. Du hast keinen Stress. Wenn du denkst, wo ist der, sie wussten die Passwörter, in welchem Hosting, wer hat das Backup, dann wirst du, der Kunde ist nervös, du bist nervös und so. Best Practices helfen uns, in die Projekte mit der Zeit zu warten und erleichtern das neue Team Members so auch auf ein Projekt so sich ansteigen. Das sind alle langfristige Vorteile. Nachteile, okay, brauchen ein bisschen Aufwand, zumindest am Anfang. Und dann, es gibt ein kleines Extra, das wir pro Projekt machen müssen. Das lohnt sich, das werden wir sehen. Wir brauchen Disziplin, aber wenn du Freelance bist, dann brauchst du Disziplin sowieso. Sonst würdest du den ganzen Tag Fernsehen gucken und nicht arbeiten, wenn du zu Hause alleine bist. Die scheinen nicht die tollste Aufgabe der Welt zu sein, aber das sind alle nur kurzfristige Nachteile. So, im Endeffekt, das alles lohnt sich. So, was sind die Grundsätze? So, gute Organisation, das ist ja. Versucht man Disziplin und konsequent das immer, versucht man die Sachen immer so gleich wie möglich zu machen. So, das ist KISS, das ist von Programmieren. So, keep it stupid simple, wir werden kurz darüber sprechen. Auch das Don't repeat yourself, das werden wir gleich kommentieren. Automatisieren, da wo es Sinn macht. Ja, die eigenen Werkzeuge kennenlernen und dann ja, dokumentieren, dokumentieren. Gut. Weil da die Webs diese Sachen so ein bisschen langweilig klingen, die müssen super einfach sein. Sonst werden wir es nicht machen. Das ist einfach so. Wir sind alle so. Und darum müssen sie super, super einfach so, anzuwenden sein. Da können uns die richtigen Werkzeuge auch helfen. So, und warum ist das? Weil, wie gesagt, es ist langweilig und ich kenne niemanden, der sagt, hey, toll, ich werde jetzt dokumentieren. Normalerweise man hat Spaß beim Code machen, aber nicht beim Dokumentieren. So, gute Organisation. Key oder Schlüssel hier ist, dass alle Projekte, die wir machen, haben einen Teil, dass untereinander alle sind fast gleich. Und dann sind alles, andere Teile sind völlig anders. So, wir müssen uns an diesen fast gleich konzentrieren. Um unser Kontextwechsel zu erleichtern. So, dafür dienen einige Sachen auch von der Programmierung, so wie Scaffolding, so Projektvorlagen und einige Vorgänge, die uns ein Projekt so auf einmal alle Sachen, die wir brauchen, so semi-automatisch oder automatisch für uns machen. Die müssen an unsere eigene Arbeitsvorgänge angepasst sein. Die müssen nicht so lästig sein, dass wir am Ende es nicht machen, sonst nicht. Und wir müssen uns stark auf die Unterschiede fokussieren, nur auf die Unterschiede zwischen Projekten, sodass ich von einem Projekt zu einem anderen wechseln kann und ich weiß ganz genau, wo ich gucken muss, um das Projekt, die Unterschiede zu finden. Ja.
das gehört auch dazu zur Erwartung. Und so. Ja. Das ist eigentlich, was ich gesagt habe. So, diszipliniert sein. Das, naja, ich spreche schon die ganze Zeit darüber. Schnell, einfach und so einfach wie möglich. Sonst machen wir es richtig. So, don't repeat yourself. So, wir haben ganz viele Projekte, wie gesagt, einige sind fast gleich. Ein Kunde will von uns diese und diese Funktionalität, aber man hat 6 Monate her noch eine etwas ähnlichere Sache für einen anderen Kunde gemacht. Wenn du eine gute eigene Dokumentation hast, wo du kannst super schnell finden, okay, für den Kunden habe ich das und das gemacht, ich muss das nur kurz anpassen, da hast du die größten Teil der Arbeit gemacht. Wenn du das nicht mehr weißt, wo das ist und kannst du nicht, dann ist der Arbeitsverlust endlich. So gute Sammlungen, Dokumentation, Bibliothek von Ressourcen, deine eigenen Vorlagen. So. Ein bisschen über Dokumentation. Der ganze, wie heißt das, Gewicht der Präsentation ist über Dokumentation. Warum? So, wir machen diese wunderbare Funktion für einen Kunde und in dem Moment, wir haben 60 Stunden ein Projekt, dann diese Funktion hat total Sinn. Und wir sind super übersichtlich. 2 Tage später ist es ein bisschen blurred, ein bisschen nicht so klar. Und 2 Wochen später, wir haben keine Ahnung, was das ist. Und das für die Wartung, das ist ein richtiges Problem. Es gibt dieses berühmte Satz im Internet seit vielen Jahren. Ich habe es versucht auch ins Deutsche zu übersetzen. Ich zirkuliere immer so, als wäre derjenige, der die Software abbricht, ein Psychopath, der weiß, wo du wohnst. Ja. Das ist einfach, macht deinen Code lesbar. Meine eigene Version wäre einfach, dokumentiert es so, dass jemand, der nichts über dein Projekt weiß, er versteht. Warum? Weil du selber in einem Monat diese Person anlässt. Und dann die Frage, wann müssen wir dokumentieren? Wann? Jetzt, so schnell wie möglich. Ja. Weil je mehr Zeit passiert, je mehr Zeit läuft, dann schlechter. So, kleines bisschen über Automatisierung. Wir sind Softwareentwickler oder wir bewegen uns in einer Software-World. Die Idee von Dokumentation, von Automatisierung, das klingt super gut. So, die Idee dahinter ist, das kostet mir zu viel Zeit, ich mache mir ein Programm, um das zu automatisieren. Und die Theorie ist, okay, das ist die Aufwand, den ich muss. Aber wenn ich ein bisschen mehr Aufwand tue, dann fritter. Dann kann ich mich von dem Task vergessen. Aber es kann sein, dass die Automatisierung schlechter wird als das Ursprungsproblem. So, daher kann man nicht alles automatisieren und man muss das gut überlegen. So, die Aufgabe, die wir automatisieren wollen, ist immer gleich oder ist immer fast gleich. Und dieses fast können wir es parametrisieren, damit wir es aus unserem Programm rausnehmen können. Dann, es hängt ab von unserer Expertise, wenn du 300 Shell Scripts oder Programme gemacht hast, dann wirst du das super schnell machen. Wenn nicht, dann wirst du heimliche Stunden verbringen. Dann die zukünftige Erwartung, die wir von der Aufgabe erwarten. Ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Wir hatten einen Kunde, der wollte AdWords Reports jedes Monat mit Google Analytics verbunden und so weiter und so fort. Und diese PDF aus Google, die waren nicht genug. So, wir haben gedacht, okay, wir machen ein Programm, das jedes Monat automatisch die Daten von Google Analytics API nimmt und zusammen mit AdWords alles mischt und wir machen diese wunderbaren Reports, das wird alles automatisch gehen. Bei der Zeit hat Google 4-mal innerhalb eines Jahres die API-Spezifikation verändert. So, am Ende hatten wir eine Software gemacht, die Google so verfolgen musste, was für eine Version diesmal kommt. So, das hat doch erleichtert, aber es hatte auch ganz viele unerwartete
Wartung dahinter. Naja, wenn man auch damit was neue Technologie lernen will, dann. Okay. So, zurück zu Best Practices. Die sollen alles bringen in unser kleinen Unternehmen, das heißt Business Management, Kundenbetreuung, Beziehungen und die Webseitenentwicklung, selbstverständlich. Und wie? Ich gebe dir jetzt keine genauen Zahlen, aber die Idee ist, dass so wenig wie möglich auf Business Management einen größeren Teil um Kunden suchen, Kundenbeziehungen und so weiter und so fort, aber dass der größte Teil unserer Zeit richtig das ist. Wir bekommen Geld für diesen Teil, nicht für das andere, für den anderen Teil. So, bis jetzt so war ein bisschen mehr Philosophie. Jetzt sprechen wir ein bisschen über, wie genau können wir diese Best Practices anwenden. So, für Business Management, da kommt alles wie Buchhaltung, Steuern, Boden, Rechnungen, Servicerenovierung, das alles kann man. Es gibt tausende Softwares, die das alles erleichtern. Ja, wir haben vielleicht den Wunsch, unsere eigene Software das zu machen, aber das bringt normalerweise nichts. Vorgänge dokumentieren. Beim Buchhaltung, ich weiß nicht, ob ihr selber eure eigene Buchhaltung macht, aber normalerweise ist es etwas, das man jede 3 Monate oder jedes Jahr macht und das hat das, du weißt das nicht auswendig. So, du musst diesen Formular ausfüllen, diesen Formular, diese Webseite, diesen Zertifikat, diesen Datei unterschreiben und so weiter, das Ganze und so fort. Wenn du das ganz gut dokumentierst und dann ein paar Klicks ist, dann viel besser als du, wenn du jedes Mal nochmal googeln musst, wie war das Ganze nochmal. So, die Idee ist, dass so wenig Zeit wie möglich an diese manuelle Vorgänge zu investieren. Eine kleine Sache über Time Tracking. Unabhängig, wie ihr eure Kunden so Stunden berechnet oder die Arbeit, entweder festen Preis für das Projekt oder pro Stunde, es ist super wichtig, dass ihr die Zeit messt. Warum? Weil nur dann wirst du die echte Rentabilität des Projekts messen können. Weil du denkst, okay, für dich ein Projekt 30 Stunden. Und dann, wenn du Chrono und Zeit misst, dann sind es 65 Stunden. So. Das nächste Projekt müsstest du entweder deine Arbeitsweise anpassen oder mehr Stunden reintun oder was auch immer. Aber das ist ganz wichtig, nicht die Übersicht zu verlieren, weil am Ende es lohnt sich nicht. So, über Kundenbetreuung. In meinem Fall, alle meine Kunden waren kleine Unternehmen, ganz kleine Unternehmen, Anwalten, Zahnarztpraxis, solche Sachen. Für Sie, wir sind alles über Internet. Sie haben keine Ahnung von Internet. So, wir haben alles für Sie, alle Services, alle Internet-Services für Sie gemacht. Das heißt auch die Webseite selbstverständlich, aber auch Domain, E-Mails, Kontos, Newsletters, SEO. Naja, Sie wollen die ersten in Google sein. Sie wissen nicht ganz genau, was das ist. Aber für uns, jedes Kunde bedeutet alle diese Sachen. Projektanalyse, Legalerkrankung, Hosting, Bildung, Dokumentation, Passwortmanagement und wenn noch zusätzliche zu Projekte und andere Services. Das alles, wenn man nicht gut organisiert, das kostet viel, viel Zeit. Und das muss so und so Schablonen, Vorlagen, so einfach wie möglich machen. Ganz kurz über Legalerkrankung. Was müssen wir mit dem Kunden haben? Immer Arbeitsvertrag. Wir müssen auch Internetrecht-Expert sein, da müssen wir uns aktualisieren. Zum Beispiel jetzt mit dem VATMOS. Wisst ihr, was VATMOS ist? Zum Beispiel, das war eine neue Regelung, wenn du einen E-Commerce-Shop in Europa haben willst. Und das war Anfang Januar 2015. Und theoretisch, wenn du das ab dem Punkt das nicht machst, dann du hast ein Problem. Und das heißt, dass so eine vereinfachte Erklärung ist, dass wenn du in Deutschland bist oder in Österreich und du verkaufst irgendwelche Ware über Internet an einen Kunden in Deutschland oder in Spanien oder in Portugal, du musst nicht die Mehrwertsteuer von Österreich anwenden, sondern die von Spanien. Und dann musst du zum Steueramt sagen, ich habe 3 Kunden in Spanien, die haben so viel und so viel Mehrwertsteuer gezahlt
so viele Kunden in Österreich, so viele Kunden in. Und das hat alles super kompliziert für uns, für kleinere Business. Und jetzt gibt es eine Reform, die nächstes Jahr so kommen wird. Aber das alles ist super wichtig, dass wir uns Update halten. So, über Lizenzen, das ist ja auch obvious, dass ja keine Bilder, einfach von Internet, das ist super wichtig. Software, Templates, Extensions, ja. Nur eine kurze Anekdote über die Bilder. Ein Kunde von mir hat einen Tag eine E-Mail geschrieben, total in Panik. Ich habe ein Letter of Intent vom Getty Images, dass ich schulde sie £500 für ein super winziges Bild, das wir auf unserer Website haben. Wieso kommt das? Und wir haben 300 Bilder. Ich kann nicht £500 für jede. Und ich habe gesagt, kein Problem, ich habe die alle über mein iStock-Konto, das ist ein bisschen mein Benutzername und gelöst. Hat überhaupt kein Problem gegeben. Dieser Kunde hatte einen Freund, er musste £11.000 zu Getty Images zahlen. So, und die machen das nicht, jemand guckt sich die Website an, es wird automatisiert über Robots, Scrapers, die in deren Bilder suchen. So, Werkzeuge, die uns helfen können. Wir haben Fragebogen, wenn wir Kunden besuchen, erstes Kontakt, okay, ich möchte eine Webseite, du sollst alle Informationen, die du mit nach Hause nehmen musst, du musst sie geschrieben haben, einen Fragebogen haben oder etwas, das macht, dass du nichts vergisst, dass du nicht zu deinem Büro zurückkommst und sagst, oh je, ich habe das vergessen, ich habe das nicht gefragt. So, Vorlagen, Checklisten, alle diese kleinen Werkzeuge helfen und insbesondere Ticketsysteme, Projektmanagers. Benutzt ihr alle Projektmanagers oder Ticketsysteme? Auch Wiki-Systeme für die Dokumentation. Darüber reden wir noch ein bisschen. Benutzeranleitungen. So, ich habe immer mit Benutzeranleitungen für meinen Kunden angepasst gearbeitet und das hat mir so viel Zeit gespart. Wir geben dem Kunden die Webseite, sagen, okay, das ist eine Webseite, hier loggst du in, Administrator, dann was ist dein Benutzername, hier kannst du einen neuen Artikel hinfügen und der Kunde, wow, das ist super leicht. 6 Monate später, er hat keine Ahnung, wie das geht. Und dann, was macht er? Er ruft dich an. Hallo, wie war das nochmal mit der Webseite? Du bist an deinen anderen Projekten. Du kannst nicht das nicht leisten. Entweder er zahlt dafür oder wenn nicht, dann, wenn du eine Benutzeranleitung gibst, dann sagst du, okay, ich habe dir jetzt das beigebracht, jetzt bitte, wenn du Fragen hast, da hast du deine Benutzeranleitung. Und das erste Mal, dass er nach 6 Monaten dich anruft, dann schickst du ihm zurück die Benutzeranleitung. Ja, hast du alles. Und wenn nicht, dann mein Tarif pro Stunde ist das, wenn du das noch haben willst. Und das mit der Zeit nutze ich echt. Und eigentlich die gleiche Benutzeranleitung kannst du für mehrere Kunden nutzen. So, ganz kurz über Webseitenentwicklung. Jetzt sind wir mit der Zeit. So, Werkzeuge. Es gibt mehrere Wege, Scaffolding oder Vorlagen für unsere Projekte zu machen. Ganz berühmte sind entweder Akiba. Man macht dann Akiba, eine Website-Version mit unsere Lieblings-Extensions oder wir machen ein Script. Man kann auch einen Quick-Launcher von einem Template-Provider benutzen oder andere Werkzeuge, so wie unsere Plattform. Dann Checklisten, zum Beispiel für Joomla ganz genau gibt es eine wunderbare Extension, die heißt SiteDev von Peter Martin, ist hier. Die gibt ja innerhalb des Joomlas eine Checklist und mit Vorlagen, so HT-Axis angepasst, Robots oder Favicon geändert, alle diese kleinen Sachen, die wir uns immer merken müssen, dass wir alle diese kleinen Sachen nicht vergessen. So, ganz wichtig,
deine Werkzeuge kennenlernen. Ein bisschen Zeit investieren, um jede von deinen Werkzeugen besser zu beherrschen. Das spart dir Zeit. Wenn du ständig für eine Option suchen musst und googeln, oder da bist du überhaupt nicht produktiv. So, wenn du ein Theming Framework benutzt, Gantry, UIKit oder was auch immer, Warp oder das neue, oder irgendwelches Helix, ich weiß nicht, es gibt Tausende, dann das richtig gut kennen, damit du produktiv bist. Wenn du, naja, man kann sagen, dass du sehr neugierig bist und 10.000 oder 10 verschiedenen Template Frameworks bedienen willst oder lernen willst, ja, aber am Ende kostet, du bist nicht so produktiv. Ja, das ist ein heißer Thema hier, ständig. So wenige Erweiterungen wie möglich, so viel mit dem Core zu machen, weil das ist einfacher zu warten. Mit der Zeit, das wird einfacher zu warten. Wenn ein neues Major Release kommt und du nur im Core oder fast nur im Core bist, du hast größere Chancen, dass du überhaupt keine Probleme beim Upgraden hast. Wenn du ganz viel, sehr abhängig von Dritten, von anderen Extensions bist, dass sie 2-3 Monate brauchen, um ihre Extensions zu updaten. Und das heißt, zurück zum Thema, Joomla ganz gut kennenlernen. Ja, gute Erweiterungen zu aufrufen, das ist selbstverständlich. So, dein Code Editor, dein IDE gut kennenlernen. Alle diese komischen Optionen, die uns im Endeffekt sehr viel Zeit sparen, die sind da für einen Zweck. Das Zeug hat nicht 2000 Knöpfe für nichts. Das ist für uns, um an unsere Arbeit zu erleichtern. Auch diese Debugging Tools, diese Chrome Development Tools. Now Firebook ist deprecated, so heißt das, wurde abgeschafft. Und jetzt kommt das in die neuen Werkzeuge von, sind nur die neuen Werkzeuge von Firefox da. So, alle diese Werkzeuge, wenn wir schnell damit umgehen können, dann spart uns Zeit. So, Version Control, wie viele hier benutzen Version Control? 1. Gut. Es ist wichtig. Hilft das. Genau. Wenn man uns scheiße gebaut hast. Genau. Zurückrollen. Genau, das ist das. Und da kann man immer machen, immer sehen, was man für irgendwas, irgendeinen Fehler oder was auch immer, immer gucken. Das ist super wichtig. Dokumentation, selbstverständlich. Dann Testing. Testing heutzutage für unsere Arbeit als Freelancers, sagen wir, ich bin nur Website-Builder, wofür brauche ich Testing? Heutzutage kann man mit Werkzeugen so einfach wie Codeception ganz einfache Tests, oder kennt ihr Selenium vielleicht? Mit einem Browser-Extension im Firefox, du kannst so Macros so einfach hast das aufnehmen, genau was du machst. Ich fülle meinen Benutzername, mein Passwort, ich klicke hier, ich klicke hier, ich klicke hier, ich kann Sequenzen machen. Super einfach. Extension, Klick, Record und dann Play. Genauso wie ein Macro in Excel oder wer auch immer. Und was nutzt das, wenn wir zum Beispiel ein neues Upgrade machen, wenn wir ein komplizierteres Projekt haben, das hat, was weiß ich, so viele Funktionen. So, wir haben ein kleines Makro für jedes, wir machen eine Suite von ganz vielen verschiedenen Seiten besuchen und wir können testen, dass unsere Webseite nicht kaputt ist. Weil vielleicht haben wir 10 Extensions oder 10 Funktionalitäten und nur eine ist kaputt. Aber wenn wir es nicht sorgfältig testen, dann findet der Kunde und vielleicht einen Monat nach dem Update. Testing heutzutage ist für uns als Website-Builder viel einfacher. Wir reden hier nicht von Unit-Testing. Viel einfacher geworden. So, kurz über Hosting. Hosting, in meiner Erfahrung, ist immer ein neuer Hoster, ist immer ein neuer Kontext. So, da, wenn wir ganz viele Kontexte behandeln wollen, da kann es sehr kompliziert sein. So, meine Erfahrung ist, Hosting wird kein Problem, wenn wir die Möglichkeit einschränken und wir sagen, ich arbeite nur mit dem Hoster. Und wenn der Kunde ein anderer Hoster will, dann da hast du noch einen Zusatz, okay, ich brauche noch 20 extra Stunden, um mich an dem Hoster anzupassen. Und wenn du nicht, dann kannst du meinen Hoster nehmen. Ich will nichts. Ich will nur keine Probleme haben. Ich habe tausende verschiedenste komische Geschichten gesehen mit dem Hoster. Und
Es lohnt sich nicht, eigentlich. Die ganze Sache. Also da ist wichtig, wer das Hosting kauft eigentlich. Entweder der Kunde, der will, nein, ich will meine Webseite hosten, alles. Okay, dann bitte in dem Hosting, in dem Hoster. Oder wir, dann erleichtern wir alles, dann müssen wir auch uns um den E-Mail kümmern und das Ganze, das ist wichtig. Und jeder arbeitet anders. Meine Empfehlung ist, Möglichkeiten einschränken. So, da gehört auch noch der Deployment Process. Wie einfach ist es für uns, die Webseite hochladen, runterladen und Rollbacks zu machen? So, wenn man einen 3- oder 4-fachen Workflow hat, das ist ideal. Auf jeden Fall muss der Vorgang schnell und sicher sein, und wenn es etwas kaputt geht, dass wir ganz schnell zurück auf eine andere Version kommen können, weil zum Beispiel wir haben nicht die PHP-Version getestet in unserer Local Development, wir haben PHP 7, alles geht super gut, die Webseite funktioniert perfekt, dann laden wir das hoch und der Server hat 5.5 und die Webseite geht nicht. Da müssen wir ein 3-Fassel-Workflow behindert das, weil wir testen direkt im Hosting, bevor. Aber wenn nicht, dann müssen wir es super schnell zurückrollbar machen können. So, über Webseitenwartung. So, selbstverständlich, immer Updates, immer. Jetzt brauche ich nichts zu sagen. Security Policies, es gibt ganz viele Dokumentationen zum Thema. Das gehört alles zu Best Practices, wenn wir uns an alle diese Sachen annehmen. Einfach sparen wir Zeit. Das ist so. Sparen wir Zeit und haben wir weniger Stress in unserer Daily, in unserem Alltag. So, Monitoring ist auch, das habe ich schon seit vielen Jahren angefangen zu benutzen. Es gibt ganz viele freie Tools. Die wir dafür benutzen. Was ist ein Monitoring-Test? Ihr benutzt ja hier einen Monitoring-Test. Du benutzt es. Okay. Und mein Joomla, okay. Es gibt ganz viele. Was hilft uns das? Wenn eine Webseite down ist, irgendwie für einen, du bekommst eine Nachricht und du weißt es. Dann vielleicht 5 Minuten später, 10 Minuten später ruft der Kunde und sagt, meine Webseite geht nicht. Und du sagst, ja, ich weiß, ich bin gerade am das fixieren. Und dann sagt der Kunde, ah, okay, kein Problem. Aber wenn der Kunde ruft und sagt, meine Webseite ist runter, du, was? Dann die Image, das wir so präsentieren, ist nicht so gut. Und das ist, es gibt kostenlose Lösungen, so das ist ganz wenig und wir haben ein bisschen besser unsere Arbeit. Wir machen unsere Arbeit ein bisschen besser. So, ganz kurz, die Rest der Zeit eigentlich, das wir haben, ist für Fragen und für so Diskussionen über Werkzeuge. So, ich hätte gerne das ein bisschen interaktiv zu machen, dass wir alle ein bisschen voneinander lernen, was für Werkzeuge ihr benutzt. So, fangen wir mit Project Managers und Ticketsystemen. So, wer hat hier Ticketsysteme? Keiner hat gesagt. Okay, gut. Was benutzt ihr? E-Mail. Okay, E-Mail kann ein bisschen eine Hölle sein. Ich weiß nicht, ob ihr das findet oder nicht. Aber was ist die gute Sache von einem Ticketsystem? Kennt ihr keine Ticketsysteme? Weißt du überhaupt nicht, wovon ich rede? Okay, ich versuche das so ein bisschen zu vereinfachen. Ein Ticketsystem, ein Project Manager ist eine Software, die uns hilft, für jede Software, für jedes Projekt, alle Sachen, so Tickets, Issues, Dokumentation, worum geht es in dem Projekt und die Mitglieder von diesem Projekt. Das bist du zum Beispiel, ein Mitarbeiter und der Kunde. Und wenn du alle Aufsätze vom Projekt so als Issues oder Tickets hast und du sagst, okay, die Webseite ist schon live und da kann der Kunde direkt beantworten, sagen, okay, nein, ich sehe das, den Fehler, oder ich sehe das im Internet Explorer nicht, oder was auch immer, dann wird das alles immer ordentlich an einem Faden. Alle Issues, für Wartung. Ich will dieses Logo, wir haben ein Logo geändert, bitte das neue Logo. Die können den Logo da hinfügen, du hast das, du kannst Issue solved. Und er bekommt ständig E-Mail-Notifications, genau gleich. Und die können
direkt auf die E-Mails reagieren und reply, und das wird direkt im richtigen Faden immer eingeordnet. Was hilft das? Dass du mit der Zeit zurückkommst und sagst, was passiert, als wir den Logo verändert haben? Und da kannst du den ganzen Faden direkt, du brauchst nicht in deine E-Mails zu tauchen, weil E-Mail ist, alles geht verloren. Und wenn ein neuer Mitarbeiter kommt und du sagst, ja, du musst ein Logo für einen Kunden, oh, wo ist das alles? Dann geht er einfach im Projektmanager, so Logo, okay, hier ist meine Geschichte. Hier verstehe ich alle Probleme, die wir mit dem Kunden hatten, und ist alles da dokumentiert. Man braucht sich nicht deine E-Mails, nur einen Zip mit dem E-Mails machen oder was auch immer, und die ganze Dokumentation zu schicken. Und ihr werdet sagen, okay, aber meine Kunden wollen das nicht. Das ist das Problem. Wie löst man das Problem? Ganz einfach. Du hast einen Wartungsvertrag. Und das muss im Wartungsvertrag sein, dass du über Ticketsystem. Das zunächst. Aber der Kunde weiß es sowieso, hat keine Ahnung oder hat kein Interesse. Er bekommt ein Passwort und einen Benutzernamen und ein Passwort. Und er ruft dich an. Du nimmst es nicht. Er schreibt eine E-Mail. Ich brauche das und das. Und du lässt es warten. 8 Stunden. Nach 8 Stunden antwortest du und sagst, oh, ich habe das erst jetzt gesehen. Hättest du das über das Ticketsystem, hätte ich sofort reagiert. Nächsten Tag, er versucht das mit dem Ticketsystem. Und da musst du sofort reagieren. Und der Kunde benutzt nie mehr. Wenn ich nicht sofort reagieren kann. Ja, da musst du dich darum kümmern. Zumindest einfach, du musst nur eine E-Mail zurück, also du bekommst ein Issue und einfach zurück, okay. Und da weiß er, dass du vom Thema weißt, obwohl du im Moment nichts. Und wenn du das machst, das hat bei meinen Kunden alle super prima funktioniert. Einige haben es doch von Anfang an gemacht, aber die nicht, habe ich das gemacht und das hat prima funktioniert. Und mit der Zeit, dass ich alle diese Kunden habe und das ist alles in meinem Fall, ich benutze Redmine, ist alles da. Die Geschichte meines Unternehmens. Du kannst an ein neues Mitarbeiter kommen und sich alle Projekte angucken, alles. Und meine E-Mail, ich lösche alle E-Mails, ich hasse E-Mail. So, Wikis. Warum Wikis und nicht Joomla für die Dokumentation? Das ist eine gute Frage. Eine Wiki ist eine Software, die so designed ist, für das ganz einfach Content anzubringen. Joomla ist nicht so besonders einfach. Wir müssen ein Menü erstellen und so weiter und so fort oder einen Artikel. Bei einer Wiki geht es um Doppelklick, neue Seite, speichern. Einfach, wir gehen an KISS, an super einfach wie möglich, sonst mache ich es nicht. Ich habe dieses Code gemacht, dieses Hack, dieses Override, ich habe meine eigene Overrides-Bibliothek. Wie mache ich das? Einfach die Override, die ich für einen Kunden gemacht habe, okay, speichern oder ein Git oder wer auch immer. Aber eine Wiki spart viel Zeit auch für die Suche. Du kannst direkt in die Suche suchen, was hatte ich mit einem Tag oder was auch immer. Und dann kannst du direkt auf etwas, das du vor 2 Jahren gemacht hast, hast genau die gleichen Probleme, wie hattest du es damals gelöst. Normalerweise Projektmanager haben auch eine eigene Wiki. Time Tracking, das ist auch ganz wichtig, um zu wissen, ob wir profitabel sind oder nicht. Oder wenn wir auch pro Stunde zahlen. Pro Stunde unsere Rechnung berechnen. Und Projektmanagers haben das inklusiv. Dann gibt es auch andere neue, tolle, kollaborative Werkzeuge. Zum Beispiel, es gibt neue Sachen, die man schickt den Kunden auf der Preview-Version die Webseite und er darf sich das angucken und da hat er ein wunderschönes Bleistift. Er kann direkt auf die Webseite zeigen und sagen, nein, der Logo ein bisschen rechts oder ich mag diese Typografie nicht. Oder mein Foto, ich gehe ein anderes, weil das mag ich nicht. Und du hast das alles in deinem Ticketsystem als Issues. Und das ist super praktisch. Es gibt ganz tolle Werkzeuge, die uns helfen, diese Kommunikation mit dem Kunden und so weiter und so fort. So, Analysis, das ist auch Fehler beheben, Fehler erkennen, sofort wie möglich. Das wäre eine Webseite veröffentlicht, aber wir haben schon auch das analysiert über PageSpeed oder GTmetrix oder Accessibility. Oder was auch immer, dass wir wissen, okay, die Webseite ist perfekt indexierbar. Und das alles so automatisch wie möglich mit den richtigen Werkzeugen. Na und, es gibt tausende von Werkzeugen, wie können wir sie alle wissen? Naja, eine gute Bibliothek, eine gute Sammlung, dass du ganz schnell weißt, okay, Accessibility-Test, das.
und es nicht ständig googeln und was war die gute und was, welche Ergebnisse ich habe und so weiter und so fort. Fragen bis jetzt? Eine grundsätzliche Frage. Darf du sagen? Ja, du hast gesprochen über Best Practices und die ganzen Arten von Systemen oder Tools und Hilfen aufgezählt. Was mich interessieren würde, ist, es gibt wahrscheinlich bei jedem, sagen wir mal, Top 5 Tools, die eingesetzt werden, wo man sagt, die sind gut. Ja. Gibt es da irgendwie so einen Vorschlag? Ja, ich habe hier zum Beispiel das für Project Managers. Das sind die Standard. Das sind alle Open Source. Und da gibt es alle, die bezahlt, so wie Asana, Basecamp. Die Slides sind da im Netz auch. Was sind die alle? Das ist Atalassian, Jira, sehr berühmt. Es gibt ganz, ganz viele Werkzeuge. Das sind die Open Source. Zum Beispiel, ich benutze seit vielen Jahren Redmine. Das ist ganz gut. Es gibt sogar einen Project Manager für Joomla, der heißt ProjectFork. Und die haben eine freie Version und eine Premium-Version. So. Es gibt ganz viele verschiedene. Und dann gibt es auch noch den Akiba-System. Akiba-Ticket-System. Okay. Ist ja auch gut. Aber es ist nicht gut. Project Manager, es ist nur ein Ticket-System. Ja, okay. Das beide oben. Das ist okay. Kenne ich nicht, habe ich nicht gehört. Ja. Redmine ist beides. Redmine ist beides, ja. Und Redmine hat ganz viele Plugins, ist erweiterbar. Man kann Time Tracking und verschiedene Sachen. Und es kommen neue ständig. Das ist ein Problem, dass ganz viele Unternehmen haben. So, noch Fragen? Moment, schnell, ganz kurz. Wo. Dumme Frage, aber wo steht denn DevOps? Welches ja. Werkzeug ist das denn? DevOps ist eine Plattform für Website-Management, das versucht, alle diese Sachen in einen zentralen Platz zu haben, sodass du Kontext super schnell wechseln kannst. Du hast 100 Webseiten, du schreibst die Webseite und du hast für jede Webseite alle Sachen im richtigen Platz. Dafür gibt es einen Workshop in einer Stunde. So, wenn ihr es Neugierig habt, dann könnt ihr es euch angucken und versucht alle diese Best Practices so in einzusetzen und einfacher zu machen, dass ihr das, damit das einfacher ist. So, ich würde jetzt so nur als Zusammenfassung, worum es geht, Kontext wechseln und die 5 Haupt. Und wenn nichts mehr zu. Keine Frage, dann für euch. Das ist ein toller Kontextmeister. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und die Slides sind da. Ich werde sowieso einen Tweet machen und auf die Webseite lassen. Ohne Best Practices. Oh, das muss ich korrigieren. Remove the best practices, das ist JD1680. Das ist gut, das muss ich da korrigieren. So, vielen Dank. Danke.